Es ist sicher zu sagen, dass Menschen ihren Teil dazu beitragen, das Unmögliche zu versuchen, nicht wahr? Ich meine, wir sind auf dem Mond gelandet, haben unterirdische Städte gebaut und seit einiger Zeit sind wir fasziniert davon, Dinge auf dem Wasser zu bauen. Sollen wir uns einige dieser Meisterwerke einmal genauer anschauen? Man könnte meinen, dass die Menschen erst kürzlich die Technologie entwickelt haben, um Dinge auf dem Wasser zu bauen. Aber reise bis zur Bucht von Kotor im Land Montenegro und du wirst sehen, dass dies weit von der Wahrheit entfernt ist. Diese wunderschöne von Menschen gemachte Insel soll begonnen haben, als Fischer in der Mitte des Sees immer wieder Steine in die gleiche Stelle warfen. Dies gab den Bauarbeitern genug Hebel, als sie schließlich beschlossen, ein Gebäude in der Mitte der Bucht zu errichten. Auch bekannt als Lady of the Rocks, ist diese Steinstruktur einer der geschätzten Schätze Montenegros. Touristen besuchen diesen Ort das ganze Jahr über und die Anreise ist nur die halbe Freude. Besucher müssen eine schnelle Fähre besteigen, wo sie die wunderbare Aussicht auf die Bucht und das Festland Montenegro genießen können. Solltest du jemals in der Region sein, mach unbedingt einen Halt. Wenn wir nun nach auf dem Wasser gebauten Denkmälern suchen, wird es wahrscheinlich nicht viel schöner als das Gebäude Jal Mahal in Jaipur, Indien. Die Struktur übersetzt sich als Wasserpalast. Seine herrliche Terrakotta-Sandsteinfassade spiegelt sich im Mansagar-See, in dem der Palast erbaut wurde. Das Gebäude ist 5 Stockwerke hoch. Ursprünglich wurde es 1699 von einem indischen Maharaja, auch bekannt als indischer Prinz, erbaut. Es war ein ziemlich ehrgeiziges Projekt für die Zeit, in der es geschaffen wurde. Es heißt, dass der Palast eine wunderschöne Terrasse hat. Es hatte einst gewölbte Durchgänge darauf. Das Gebäude hat 4 Kuppeln in jeder seiner Ecken, das architektonische Symbol der Epoche, in der es gebaut wurde. Leider ist der Palast heute nicht für Besucher geöffnet, aber man kann dennoch den Blick auf das Denkmal vom Ufer des Sees aus genießen. Und was Ambitionen betrifft, ist diese Lösung meiner Meinung nach ziemlich surreal. Die sogenannte Freedom Cove, gelegen in British Columbia, Kanada, ist eine von Menschenhand erschaffene Insel, die sie in Erstaunen versetzen wird. Ein Paar hat einmal beschlossen, näher zur Natur zu ziehen. Sie packten alle ihre Sachen zusammen und begannen eine Insel zu bauen. Heute finden sie dort das Haus des Paares, einen riesigen Garten, in dem sie ihr eigenes Essen anbauen, eine Tanzfläche und sogar eine Kunstgalerie. Das alles wurde hauptsächlich aus wiederverwendetem Material gemacht, einschließlich der Schwimmer, auf denen sie die gesamte Insel errichteten. Diese wurden von ortsansässigen Fischern gespendet. Laut Wayne, der die Insel selbst gebaut hat, sind diese Schwimmer besser als Holz zu verwenden. Holz neigt dazu zu verrotten, wenn es mit Wasser in Berührung kommt und muss oft ersetzt werden. Wenn Sie neugierig sind und einen Besuch abstatten möchten, können Sie jederzeit in der Kunstgalerie des Paares vorbeischauen und sich einige ihrer Kunstwerke ansehen. Das wird sicherlich einen schönen Nachmittag ausmachen. Vielleicht haben Sie schon von den Vorteilen Amsterdams gehört. Ich meine natürlich leckere Pommes und Stroopwafels. Aber auch das Leben in schwimmenden Häusern. Wenn es um die Beherrschung dieser Technologie geht, gibt es nur wenige, die besser sind als die Niederländer. Die Niederlande liegt unter dem Meeresspiegel. Die Menschen mussten sich daher diesen Umständen anpassen und das Wasser zu ihrem Vorteil nutzen. Ein neues Projekt namens Schoonship ist ein Stadtteil mit 30 schwimmenden Häusern. Sie sind nicht mit Straßen und Gassen verbunden, sondern durch Bäche und in verschiedene Bereiche des Kanals geankert. Die Häuser wurden an Land gebaut und mit dem Boot dorthin gebracht. Laut den am Projekt beteiligten Architekten ist das Gewicht der Häuser das Wichtigste. Wenn sie zu schwer sind, sinken sie ein wenig und das Wasser dringt in das Gebäude ein. Aber wenn alles richtig gemacht wurde, ist das Ergebnis erstaunlich. Der Vorteil des Lebens auf dem Wasser, so einer der Hausbesitzer, liegt im Einklang mit der Natur. Man denkt vielleicht nicht sofort daran, aber das Leben auf dem Wasser bringt viel natürliches Licht in ein Haus, da das Wasser das Licht in die Wohnräume reflektiert. Ich würde gerne mal zu einer Tasse Tee in eines dieser Häuser eingeladen werden. Der Bau auf dem Wasser kann wirklich luxuriös sein. Bei einigen solcher Projekte wird kein Aufwand gescheut. Das war der Fall beim Burj Al Arab, einem der luxuriösesten Hotels der Welt. Es befindet sich in Dubai. Das Hotel steht auf einer künstlichen Insel vor der Küste von Jumeirah Beach. Man kann dorthin über eine beeindruckende Brücke gelangen, die über 900 Fuß lang ist. Die Tatsache, dass das Hotel auf dem Wasser gebaut ist, macht seine Bilder umso schöner. Aber die Architekten dachten an etwas noch Genialeres, als sie dieses Meisterwerk bauten. Wenn man genau hinschaut, imitiert die Form des Gebäudes das Segel eines Schiffs. Der Bau dieses einzigartigen Hotels dauerte über 5 Jahre und wurde von einem multidisziplinären internationalen Team geleitet.
Falls Sie sich fragen, dieses 56-stöckige Gebäude kostete über 2 Milliarden Dollar zu bauen. Um dort Ihren Urlaub zu verbringen, zahlen Sie rund 2.000 Dollar pro Nacht. Einige sagen, das Bauen auf dem Wasser sei eine Lebensart. Zum Beispiel für Mark Even, einen gebürtigen Portlander, der eine Firma für den Bau von schwimmenden Häusern besitzt, ist dies seit 1988 Realität. Für ihn ist das Bauen auf dem Wasser nicht nur nachhaltig, sondern auch praktisch, abhängig von ihrem Lebensstil. Mark selbst wurde als Surfer geboren und Wasser als eigener Garten zu haben, ist fast zu schön, um wahr zu sein. Marks Firma Even Constructions erhält Anrufe aus ganz Amerika. Die Leute wollen ihre individuell gefertigten schwimmenden Wohnungen haben, aber die Logistik funktioniert nicht auf diese Weise, sagt Mark. Deshalb können nur glückliche Portlander bei ihm Häuser bestellen. Es macht Sinn, wenn man an die Komplexität denkt, ein zweistöckiges schwimmendes Haus durch das ganze Land zu bewegen. Es auf dem Wasserweg zu tun, ist zu riskant und auf dem Luftweg zu teuer. Aber schauen Sie sich diese Schönheiten an. Nun, wenn diese Lebensweise für einige Leute ein Lebensstil ist, könnte sie für andere eine Notwendigkeit sein. Das ist der Fall bei dem dänischen Unternehmen Urban Rigger. Ständig steigende Preise für Studentenwohnungen haben es fast unmöglich gemacht, für Studenten in der Nähe des Stadtzentrums zu leben. Die Lösung war eher unerwartet. Warum erweitern wir dann nicht einfach die Stadt? Ins Wasser. Das Unternehmen besteht aus einem neuen Mikroschwimmviertel. Mit frischer Luft, Meerblick und modernem Komfort. Das Projekt musste nachhaltig und dennoch erschwinglich sein. Deshalb ist die Nachbarschaft voller junger Leute und lebendigem Leben. Das Projekt wurde 2018 von weltbekannten Architekten entworfen. Um es billiger zu machen, verwendeten sie Container, um Häuser zu bauen. Urban Rigger besteht aus 9 Containereinheiten, die in einem Kreis zusammengefügt sind. Es gibt einen zentralisierten Innenhof für gesellschaftliche Veranstaltungen. Alles steht auf einer schwimmenden Plattform. Die Struktur ist schwimmfähig und basiert auf denselben Prinzipien wie ein Boot. Seine Schöpfer sagen, es wäre einfach genug, es in anderen Teilen der Stadt und sogar in anderen Städten der Welt zu replizieren. Nun, einer der Vorteile des Wohnens auf dem Wasser ist die Möglichkeit, auch darunter zu leben. Lassen Sie mich das schwimmende Seepferdchen vorstellen. Sie haben wahrscheinlich schon von Hausbooten gehört. Aber fügen Sie etwas Luxus hinzu. Und Sie bekommen ein Wasserhaus, das so erstaunlich ist wie dieses. Dieses seegestützte Heim ist Teil einer Flotte von 130 ähnlichen Häusern, die vor der Küste von Dubai erbaut wurden. Das Beste daran? Das Schlafzimmer befindet sich auf der untersten Etage, was bedeutet, dass Sie unter den Wellen schlafen. Und ja, diese Häuser sind mit riesigen Fenstern ausgestattet, die auf Korallenriffe blicken. Das ist nicht Ihr normaler Blick auf den Hinterhof, würde ich sagen. Und das ist nicht das einzige unglaubliche Merkmal des Ortes. Die obere Etage verfügt über eine eigene Minibar und einen Whirlpool. Aber wenn Sie an einem dieser Häuser interessiert sind, müssen Sie bis 2025 warten. Aber es wird die Wartezeit sicher wert sein. Können Sie sich vorstellen, eine Party auf einem dieser Dinger zu veranstalten?